Nach 168 Verhandlungstagen in insgesamt 3 Jahren ist der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser heute schuldig gesprochen worden. Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Langer Prozess mit und um Karl-Heinz Grasser. Wegen Untreue, Geschenkannahme und Beweismittelfälschung wurde heute nicht rechtskräftig zu 8 Jahren Haft verurteilt. Zu diesem aufsehenerregenden Urteil begrüße ich den ehemaligen Oberstaatsanwalt Georg Krakow, heute im Vorstand von Transparency International. Start mit Pannen. In Wien, Tirol und Vorarlberg kann man sich heute gratis auf das Coronavirus testen lassen. Nicht überall hat das geklappt. Zu den Massentests und den Lockerungen des Lockdowns ist SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner live zu Gast. Schweizer Slalom. In der Schweiz darf man zu Weihnachten nur Skifahren, wenn die Kapazitäten in den Krankenhäusern das auch zulassen. Wir schauen uns an, wie das gehen soll. Manche haben gar schon daran gezweifelt, dass dieser Prozess überhaupt einmal zu Ende geht. Heute ist es passiert. In der Strafsache Buwok Terminal Tower ist Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Grassers Trauzeuge, der ehemalige FPÖ-Generalsekretär Walter Maischberger zu 7 Jahren, der Ex-Lobbyist Peter Hochecker zu 6 Jahren. Georg Starzer, ehemaliger Bankvorstand der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, zu 3 Jahren teilbedingt. Ex-Immo-Finanzchef Karl Petrikovic zu 2 Jahren teilbedingt. Und gegen den Mitangeklagten Makler Ernst Blech wurde kein Urteil gesprochen, weil er aus gesundheitlichen Gründen schon länger verhandlungsunfähig ist. Der Ursprung des heutigen Urteils, der liegt im Jahr 2004. Da wurde die Buwok, die Bundesimmobiliengesellschaft, unter dem damaligen Finanzminister Grasser verkauft, was der Rechnungshof 3 Jahre später erstmals kritisierte. Im September 2009 kam es zur Hausdurchsuchung bei der Immofinanz. Kurz darauf erstattete dann die grüne Abgeordnete Gabriela Moser Anzeige gegen Grasser, Maischberger, Hochrecker und Blech wegen des Verdachts der Korruption. Erst im Jänner 2013 ergingen alle nötigen Akten an die Staatsanwaltschaft und Anklage wurde dann erst weitere 3,5 Jahre später im Juli 2016 erhoben. Der Prozess begann fast auf den Tag genau heute vor 3 Jahren und heute eben dann der Tag der Urteile, auf den jetzt Stefan Hartl zurückblickt. 10.30 Uhr, großer Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht. Urteilsverkündung in der Strafsage Minister Karl-Heinz Grasser und andere, großer Schwurgerichtssaal. Die Kameraleute müssen den Saal verlassen. Gleich darauf kommt die Richterin zur Sache. Sie spricht jenen Satz aus, der alle im Saal für ein paar Sekunden innehalten lässt. Karl-Heinz Grasser, Walter Maischberger und Peter Hochecker sind schuldig. Dann geht die Richterin das Urteil durch. Untreue, Beweismittelfälschung, Geschenkannahme durch Beamte, Bestechung, Unterschlagung. Es ist fast alles dabei aus der Welt der Korruption. Für den Richtersenat ist bewiesen, dass Karl-Heinz Grasser bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 die Republik Österreich geschädigt hat, und zwar um 9,6 Millionen Euro. Diese verdeckte Provision haben sich laut Gericht Grasser, Maischberger, Ernst Karl Blech aufgeteilt. Auch Peter Hochecker hat mitgeschnitten. Einen Schuldspruch für Grasser gibt es auch in der Causa Terminal Tower. Auch hier steht für das Gericht fest, dass 200.000 Euro Schmiergeld geflossen sind, und zwar für die Einmietung der Finanzverwaltung in ein Bürogebäude in Linz. Karl-Heinz Grasser bekommt eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren unbedingt. Bis zu 15 Jahre wären möglich gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und Grasser will dagegen auch ankämpfen. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ich korrekt gehandelt habe in meiner Verantwortung als Bundesminister für Finanzen und dass ich mir nichts zu Schulden kommen habe lassen. Wir haben diese Bundeswohnungen bestmöglich und korrekt verkauft und die Einmietung in den Terminal Tower wurde von meinen Beamten korrekt umgesetzt. Und daher werde ich auch bis zum Letzten für Gerechtigkeit und für ein korrektes Urteil kämpfen und werde für den Freispruch weiterkämpfen. Auch Walter Maischberger geht in Berufung. Er bekommt 7 Jahre Haft aufgebrummt und stürmt bei diesem Urteil aus dem Gerichtssaal. Sein Anwalt aber bleibt und erklärt: Es ist ein unfassbares Fehlurteil. Wir werden jetzt auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Wir werden uns die Befangenheit der Richterin anschauen. Wir werden uns auch anschauen die Abhörung der Anwälte im Verhandlungssaal. Und ja, wir werden jedenfalls wie ausgeführt Nichtigkeitsbeschwerde rufen. Es wird nicht halten.
Fast gelassen nimmt Peter Hochecker das Urteil zur Kenntnis. Sein Teilgeständnis hat ihm nicht viel gebracht, weil er laut Gericht grob gesagt nur die halbe Wahrheit erzählt hat. Ich nehme die Geschehnisse des Lebens einfach so, wie sie sind und werde wie immer das Beste daraus machen. Insgesamt hat es heute 8 Schuldsprüche und 6 Freisprüche gegeben im größten Korruptionsprozess der Zweiten Republik. Es ist eigentlich ein Sieg der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier gewesen, die langen Atem bewiesen hat. Und seit der Homepage-Affäre, wo es die ersten Zahlungen gegeben hat, das war im Jahr 2003, also 17 Jahre hat das Land gebraucht, um hier dieses Urteil zu sprechen. Die Strafen sind hoch ausgefallen, aber die Richterin hat ja auch begründet, dass sie bei Grasser bis zu 15 Jahre vergeben hätte können. Und man wird sehen, ob das in der Instanz hält. Ich glaube, es ist richtungsweisend, weil erstmals ein Gericht festgestellt hat, dass es kein Kavaliersdelikt ist, wenn man einen Finanzminister bei der Privatisierung von Bundeseigentum privat mitschneidet. Das hat Konsequenzen. Es ist das Ende eines dicken Kapitels, doch die Buwuk-Geschichte geht weiter in der zweiten Instanz. Grasser und seine Anwälte kommen wieder. Live aus unserem Interviewstudio ist uns jetzt Georg Krako, ehemaliger Oberstaatsanwalt, ehemaliger Kabinettschef im Justizministerium, heute Anwalt und Vorstand bei Transparency International zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend, Frau Dittelbacher. Herr Krako, die Beobachter dieses Prozesses, die waren sich heute nicht ganz einig, wie hart dieses Urteil wirklich gegen Karl-Heinz Grasser ist. Von extrem hart über angemessen bis fast zu milde war eigentlich alles dabei. Wie beurteilen Sie denn das Strafausmaß von 8 Jahren? Beim ehemaligen Bundesminister für Finanzen, wie schon gesagt, muss man davon ausgehen, dass das Strafmaß bis zu 15 Jahre betragen hat. Normalerweise sagt man, bei unbescholtenen Angeklagten ist die Eingangsstrafe in etwa ein Drittel und dann kommen Milderungs- und Erschwerungsgründe dazu. Ein Drittel wären 5 Jahre gewesen und das Gericht hat hier offenbar mehr Erschwerungsgründe oder einen höheren Schuldgehalt gesehen und deshalb eine höhere Strafe verhängt. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass es von dieser Möglichkeit der Straferhöhung bei Begehung von Straftaten unter Ausnützung der Amtsstellung nicht Gebrauch gemacht hat. So ist das Strafmaß von 8 Jahren hier zu erklären. Jetzt hat Grasser also 8 von 15 Jahren bekommen. Maischberger, der Mitangeklagte, hat 7 von 10 Jahren bekommen. Wurde der Maischberger im Verhältnis nicht eigentlich härter bestraft als der Hauptangeklagte? Da haben Sie im Grunde ganz recht, denn Herr Maischberger hatte ein Strafmaß von bis zu 10 Jahren zu gewärtigen. Und 7 von 10 ist relativ betrachtet natürlich höher als 8 von 15. Erklären Sie, wie können Sie sich das erklären oder haben Sie eine Erklärung dafür? Das Gericht hat offenbar bei Herrn Maischberger einen hohen Schuldgehalt festgestellt, gegebenenfalls auch weniger Milderungsgründe gefunden, obwohl die in der Urteilsverkündung ziemlich gleich gelautet haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, haben wir schon gehört. Der Hauptangeklagte selbstverständlich zuallervorderst wird Rechtsmittel einlegen. Das heißt, die ganze Causa geht an die nächste Instanz, geht an den obersten Gerichtshof. Nun ist das so, dass dieses Urteil von einem Schöffensenat gefällt wurde. Das heißt, die Beweisführung wird nicht neu aufgerollt. Es können keine neuen Zeugen gehört werden. Was ist denn da überhaupt noch möglich an Verschiebung dieses Urteils? Naja, das Rechtsmittel, es gibt eigentlich 2 Rechtsmittel, Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung, die in einem erhoben werden. Der oberste Gerichtshof prüft, ob der Prozess ordnungsgemäß abgelaufen ist, ob schwere Fehler passiert sind oder nicht und ob das Recht richtig angewandt worden ist. Also ob von den Feststellungen aus, die das Gericht getroffen hat, die richtigen Paragraphen richtig angewandt wurden. Wenn das der Fall ist, dann bestätigt der oberste Gerichtshof das Urteil. Wenn er einen solchen Fehler findet, dann hebt er es auf. Erst dann wird die Frage der Strafhöhe relevant und darüber entscheidet dann das Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht kann die Strafe herabsetzen, bestätigen oder, falls auch die Staatsanwaltschaft eine Berufung einlegt, auch erhöhen. Jetzt hat Karl-Heinz Grasser vorhin im Beitrag gesagt, er kämpft weiter um einen Freispruch. Ist das unter diesen Voraussetzungen für Sie denkbar, dass das Ganze am Ende dann noch mit einem Freispruch für Karl-Heinz Grasser endet?
entschieden wird, ob das Urteil Bestand hat oder nicht, mit der schriftlichen Urteilsausfertigung, weil das ist die Grundlage für die Prüfung auch durch den obersten Gerichtshof im Fall einer Nichtigkeitsbeschwerde. Es ist natürlich gar nicht einfach, ein Urteil in so einem riesigen Prozess wirklich gut auszufertigen. Aber die Vorsitzende ist eine erfahrene Strafrichterin und Richter haben natürlich gelernt, Urteile und auch große Urteile auszufertigen. Wenn ich das richtig verstehe, wird das noch Monate dauern, bis dieses Urteil ausgefertigt ist? Es ist sicher nicht damit zu rechnen, dass wir in wenigen Wochen ein Urteil haben. Ja, es kann durchaus noch mehrere Monate dauern. Danach besteht dann die Möglichkeit, ein Rechtsmittel zu erheben. Die normale Frist beträgt dafür 4 Wochen. Es gibt aber die Möglichkeit, auf Antrag diese Frist zu verlängern. Das wird hier wohl der Fall sein. Karl-Heinz Grasser hat viele Jahre hindurch die Erzählung genährt, er würde sehr viele Neider haben, man würde ihm seinen Erfolg nicht gönnen, man würde an seinem Sturz quasi arbeiten. Ich erinnere nur an sein Zitat, er sei zu schön, zu jung, zu erfolgreich. Diese Erzählung führte den ganzen Prozess hindurch fort und auch am heutigen Urteilstag hat er gesagt, es handle sich um ein Fehlurteil. Er wirft der Vorsitzenden Richterin Befangenheit vor. Können sich die Österreicherinnen und Österreicher darauf verlassen, dass dieses endlose quasi Verfahren fair abgewickelt wurde? Also wenn man die Wortmeldungen zur Verfahrensführung des Schöffengerichtes sich anschaut, dann ist dort durchaus viel Lob dabei. Und wenn man das Verfahren betrachtet hat, dann ist es auch ernsthaft und konsequent geführt worden. Naturgemäß gibt es am Ende eines Strafprozesses immer Leute, die unzufrieden sind und solche, die zufrieden sind. Aber noch am Schluss der mündlichen Verhandlung wurde die Vorsitzführung der Richterin gelobt von denselben Personen, die sie nun kritisieren, verständlich kritisieren aus ihrer Sicht. Aber einen groben Verfahrensführungsmangel habe ich nicht wahrgenommen. Das Ermittlungsverfahren hat mehr als 7 Jahre gedauert, die Hauptverhandlung jetzt knapp 3 Jahre, fast auf den Tag genau. Unabhängig davon, wie ein Urteil ausfällt, wenn ein Ermittlungsverfahren, eine Hauptverhandlung, ein Verfahren an sich einfach so lange dauert, bleibt da nicht jedenfalls etwas an dem oder den Angeklagten kleben? Das ist völlig richtig und damit sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Die großen Wirtschaftsstrafverfahren dauern nach wie vor zu lange. Man kann zwar in diesem Fall der Staatsanwaltschaft und auch dem Gericht gewiss keine Untätigkeit und keinen Schlendrian vorwerfen, weil das Verfahren sehr komplex war und auch sehr viel Auslandsbezug gehabt hat. Es wurden ja 700 Vernehmungen durchgeführt, wie wir gelesen haben, und 660 Ermittlungsmaßnahmen gesetzt. Dennoch ist eine Verfahrensdauer von 10 Jahren bereits an der Obergrenze von dem, was wirklich zumutbar ist. Und es ist eine wichtige Aufgabe in der Justiz, auf die Straffung und Verkürzung großer Wirtschaftsstrafverfahren hinzuarbeiten. Eine Lehre also aus diesem Verfahren, auf eine andere möchte ich Sie auch gerne noch ansprechen. Welche Kontrollinstanzen haben denn versagt, wenn das passiert ist, was das Gericht heute als erwiesen angesehen hat? Wir haben in Österreich sicher nach wie vor einen Mangel an Transparenz und auch an Informationszugang. Ich erinnere daran, dass die Bundesregierung und auch schon die vorige Bundesregierung überlegt hat, ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Informationsfreiheit heißt, dass die Bürger einen leichteren Zugang auch zu Prozessen wie Privatisierungen oder großen Beschaffungen haben. Das heißt, die können besser kontrolliert werden. Und es ist schon hoch an der Zeit, ein solches Informationsfreiheitsgesetz in Österreich zu schaffen und sich nicht fortlaufend hinter einem Amtsgeheimnis zu verstecken. Jörg Krakow, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Dankeschön. Und in der ZIP-Nacht ist dann der Anwalt von Karl-Heinz Grasser, einer der Anwälte, nämlich Manfred Einäder, zu Gast bei Amira Awad-Gabner um 23.12 Uhr in ORF1. Die Urteile im Buwok-Prozess haben das dominierende Thema dieses Jahres für einen Tag auf Platz 2 geschoben. Und da sind wir schon wieder beim Thema Corona. Seit 7 Uhr früh laufen die Massentests. Gestartet sind sie in Wien, Tirol und Vorarlberg und nicht ohne Probleme. Vor den Teststationen haben sich lange Warteschlangen gebildet und auch die Software hat gestreikt. In Wien ist kurz nach Start das gesamte System abgestürzt. Und das ist noch nicht alles, wie Stefanie Leodolter und Christian Hoffmann berichten. Der erste Massenauflauf nach 9 Monaten und das Interesse dabei zu sein ist groß. Vor einer der 3 Wiener Teststationen der Wiener Stadthalle bildet sich am frühen Nachmittag eine lange Schlange. Aber ist nicht so schlimm, weil es geht zügig eigentlich, relativ rasch.
habe mir schlimmer vorgestellt. Es schaut auch schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Aber 25 Minuten, das passt. Was dann passiert, kennen die meisten hier vermutlich aus dem Fernsehen. Das Stäbchen wird tief in die Nase gesteckt, die entnommene Probe kommt auf eine Testkassette und innerhalb weniger Minuten gibt es das Ergebnis. Es war nicht so schlimm, also sicher ist es unangenehm, das Ding in die Nase zu kriegen, aber im Endeffekt geht's. Das war wirklich sehr strukturiert, also Abstände eingehalten, Anweisungen, kurz warten, ja, war alles ganz gut. Im Hintergrund kracht es aber ordentlich. In der Stadthalle fällt tagsüber das elektronische Erfassungssystem aus. Die Daten müssen händisch in Formulare eingetragen werden. Auch an den anderen Wiener Standorten hält das Buchungssystem dem Massenansturm nicht immer stand. Schauplatzwechsel in die Innsbrucker Messehalle. Hier und in vielen anderen Tiroler Gemeinden kommt es heute ebenfalls zu Problemen mit dem System. Negativ getestete Personen werden nicht benachrichtigt. Man darf sich, glaube ich, in solchen Situationen nicht auf IT-Systeme generell verlassen. Deshalb wickelt Tirol nun die weiteren Tests bis Sonntag über das eigene Landessystem ab. Der Wirbel um diese Software ist schon vor einigen Tagen entstanden, nachdem die Daten von 800 Personen, die sich zum Test angemeldet haben, bei anderen Anmeldern gelandet sind. Das Gesundheitsministerium hat die Datenschutzbehörde daraufhin informiert. World Direct, eine Tochterfirma von A1, wickelt die Testanmeldung ab. Bei einem Softwareprodukt gibt es unterschiedliche Testzyklen, die notwendig sind, um ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen. In dem Fall war es uns aber aufgrund des Zeithorizonts nicht möglich, alle Tests so durchzuführen, wie wir das gern getan hätten. Dadurch kam es eben heute leider Gottes zu Performanceproblemen. Datenschutzrechtlich verantwortlich ist das Ministerium. Würde die Datenschutzbehörde eine Geldstrafe verhängen, hätte die sich erledigt, weil öffentliche Stellen nicht gestraft werden können. In Vorarlberg werden die Tests von der Landeswarenzentrale und von einem Google-betriebenen Sicherheitsdienst abgewickelt. Dort gibt es nun Bedenken, Google könnte die Daten missbräuchlich verwenden. Das Land aber beruhigt. Auch wenn dadurch zwar die IP-Adresse, der Zugriffsort und Zeitpunkt wohl durch Google festgestellt werden können, kann die Landeswarnzentrale Vorarlberg dezidiert ausschließen, dass personenbezogene Daten wie Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer etc. an Google oder andere Unternehmen weitergeleitet werden. Auch die Testergebnisse seien sicher, betont man in Vorarlberg. In Oberösterreich, wo in einer Woche die Massentests starten, legt heute ÖVP-Landeshauptmann Stelzer mit Kritik am Bund nach, speziell am Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit den Massentests. Stelzer sagt auch, er würde eine Impfpflicht diskutieren, würden sich nicht genug Impfwillige finden. Und aus unserem Interviewstudio ist uns jetzt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zugeschaltet. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Rendi-Wagner, testen haben Sie schon im Frühjahr als eine der effizientesten Strategien im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ausgegeben. Ist diese Teststrategie, wie Österreich sie jetzt fährt, aus Ihrer Sicht die richtige? Ja, tatsächlich halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass viel getestet wird, weil Testen die wirksame Waffe ist, um eine Epidemie in den Griff zu bekommen, auch eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Und eine Massentestung kann tatsächlich eine gute Ergänzung zu einer bestehenden Teststrategie sein, wenn, und zwar nur dann wirklich, wenn sie regelmäßig wiederholt wird. Weil eine Einzeltestung alleine ist eine Momentaufnahme und hat nur einen sehr kurzfristigen Effekt. Ein Test ist eine Momentaufnahme, mehrere Tests sind halt mehrere Momentaufnahmen. Wie viele Momentaufnahmen müsste es denn geben, damit das Gesamtbild Aussagekraft hat? Also durch die Regelmäßigkeit, durch die systematische Wiederholung ergibt sich ein Gesamtbild und ergibt sich auch ein mittel- und längerfristiger Effekt, in dem die Infektionsketten rasch durchbrochen werden können und damit auch die Ausbreitung des Virus besser gestoppt werden kann. Das ist der Sinn dieser Massentests. Das heißt, es braucht eine regelmäßige Wiederholung. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist auch, ob die Bundesregierung diesen großen organisatorischen Aufwand, dieser logistische Aufwand, der hinter diesen Massentests steht, jetzt auch schafft, zu wiederholen, mehrmals zu wiederholen. Und wenn ich dem Bundeskanzler hier richtig in Erinnerung habe, vor ein paar Tagen hat er gesagt, das wird sehr, sehr schwierig, weil organisatorisch schwierig. Und wenn das nicht möglich wird, das regelmäßig zu wiederholen, dann muss man sich schon die seriöse Frage nach Alternativen stellen. Alternativen, die diese systematische Wiederholung ermöglichen, um ein Gesamtbild zu haben und einen längerfristigen Effekt, um über die nächsten Monate sicher zu kommen. Und eine der Alternativen und Möglichkeiten, die ich sehe, und das wäre wirklich ein großer Strategiewechsel, ist, dass man diese Massentests nicht öffentlich macht, wie sie jetzt beginnen,
sondern dass man jedem nach Hause einfach und kostenfrei Selbsttests, Schnelltests nach Hause gibt zum Selbsttesten. Es kommen jetzt gerade ganz neue, einfache Selbsttests auf den Markt, die es ermöglichen, das eben zu Hause zu machen. Also quasi wöchentliche, freiwillige Selbsttestungen im Wohnzimmer. Das wäre eine Möglichkeit, um über die nächsten Monate sicher zu kommen, eine langfristige Perspektive zu haben und mit diesen regelmäßig, wöchentlich wiederholten Massentests das Virus in den Griff zu bekommen und einen dritten Lockdown somit zu vermeiden. Die Frage ist schon auch, was hat das Ganze für eine Aussagekraft, was wir jetzt im Moment erleben? Schauen wir auf Vorarlberg zum Beispiel. Vorarlberg hat knapp 400.000 Einwohner, 52.000 haben sich dort heute testen lassen, also ein Achtel. Und von diesen Tests waren 99,6% negativ, glücklicherweise 0,4% waren folgerichtig positiv. Was können wir jetzt daraus ableiten? Was hilft uns das bei der Bekämpfung der Infektionslage, vor allem wenn nur die testen und wurscht, ob sie es zu Hause machen oder sonst irgendwo, die vielleicht eh am meisten aufpassen? Naja, jetzt war es einmal der erste Tag, zumindest in Wien. Schauen wir mal, was die nächsten Tage und zwei Wochen bringen, ob da noch mehr Leute motiviert werden können. Ich appelliere jedenfalls an die Menschen, sich testen zu lassen. Und je mehr hingehen, desto größer natürlich die Aussagekraft, desto größer auch der Effekt. Aber noch wichtiger als die Quote der Teilnahme ist eben die Regelmäßigkeit und Systematik. Aber Sie haben natürlich recht, durch solche Massentests motiviert man natürlich in erster Linie jene Gruppe, die sowieso schon sehr vorsichtig ist und wahrscheinlich nicht zur höchsten Risikogruppe zählt. Da muss es durch Information und Aufklärung gelingen, hier wirklich quer durch die Bevölkerung alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen, um hier ein schlüssiges Gesamtbild zu bekommen. Aber noch einmal, die systematische Wiederholung wäre das Wichtigste. In Wien gibt es drei große Teststraßen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Das ist natürlich sehr fein für die Bewohner und Bewohner von Wien. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker, Ihr Parteikollege, hat diese Woche in der ZIP 2 gesagt, wenn jemand positiv getestet ist, dann kann er problemlos mit FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem positiven Test wieder nach Hause fahren. Ist das wirklich klug, auch angesichts der Tatsache, dass ab kommender Woche wieder Zehntausende Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, auch angesichts der Tatsache, dass das Weihnachtsshopping ab Montag wohl erst richtig anlaufen wird und die öffentlichen Verkehrsmittel sehr überfüllt sein werden? Das ist natürlich ein pragmatischer Ansatz, den der Stadtrat hier wählt. Und die Frage ist auch, was ist in der Praxis denn als Alternative möglich, wenn man hier Massentests durchführt? Man kann nicht für jeden Positiven dann einen Rettungswagen holen und den nach Hause bringen. Das wird sich in der Praxis nicht umsetzen lassen. Und alternativ gedacht, würden die Massentests nicht stattfinden, hätte man diese Person, die jetzt positiv gefunden wurde, hätte man die niemals entdeckt und sie würde asymptomatisch noch viel länger als eine U-Bahnfahrt durch Wien oder durch sonst eine Stadt fahren. Also insofern hat der Massentest ja jedenfalls das bewirkt, dass es jetzt eine Isolation dann nach der Testung gibt. Ich will niemandem etwas unterstellen und schon gleich gar niemandem, der positiv getestet wurde. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich selber jetzt nicht mehr schützt, weil man einen Schock erlebt hat. Man ist ja nicht symptomatisch, geht zu diesem Test hin, will sich was Gutes tun, erfährt das dann, ist möglicherweise wirklich unter Schock, weiß vielleicht gar nicht, wie man die FFP2-Maske aufsetzt. Wir erleben das ja sehr oft, dass Menschen die Maske nicht so perfekt tragen, wie wir sie vielleicht sollten. Geht da nicht eine unglaubliche Gefahr dann von diesen Menschen aus? Also ganz wichtig ist ja das, und das habe ich heute ja selbst erlebt, weil ich habe ja selbst mit unterstützt und getestet heute in der Messehalle, dass das alles sehr organisiert, sehr strukturiert und diszipliniert abgelaufen ist und dass die Menschen, die dort getestet wurden, sehr gut aufgeklärt wurden. Und da wurde sich wirklich Zeit genommen dafür. Und jemand, der positiv getestet werden würde, hätte auch eine dementsprechende Aufklärung, würde dementsprechend auch ausgestattet werden mit FFP2-Masken. Und ich denke, da ist dafür gesorgt, dass das auch gut über die Bühne geht und sicher über die Bühne geht. Sie haben sich immer gegen eine Verlagerung des Präsenzunterrichts auf Distance Learning ausgesprochen. Sie waren auch dafür, dass die Schulen so schnell wie möglich wieder zum Präsenzunterricht zurückfinden. Das wird für die Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler in der kommenden Woche stattfinden. Sie haben
haben aber auch immer gesagt, höchste Sicherheitsvorkehrungen müssen da gelten. Nun sehen wir im Handel eine Quadratmeterbeschränkung. Diese Quadratmeterbeschränkung gilt in den Schulen nicht. Pädagoginnen und Pädagogen sind mit bis zu 30 Kindern in einer Klasse. Sind das wirklich die perfekten Voraussetzungen, um den Präsenzunterricht wieder anlaufen zu lassen? Also grundsätzlich bin ich wirklich froh, dass jetzt die Schulen am Montag wieder öffnen, zumindest für den Pflichtschulbereich. Das ist wichtig und dringend notwendig. Es ist aber gleichzeitig notwendig, dass es ein umsetzbares, praktikables Sicherheitskonzept für alle Schulen gibt und dass man die Schulen, die Direktorinnen und Direktoren, die Pädagogen nicht alleine lässt, dieses Konzept für sich zu arbeiten, sondern dass es hier eine klare Vorgabe gibt. Und dieses Konzept umfasst unter anderem aus meiner Sicht die Masken, nämlich FFP2-Masken für die Lehrerinnen und die Lehrer. Und vor allem eines, da sind wir wieder beim Testen, umfasst eine systematische Testung einmal pro Woche aller Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Infektionsrisiko in den Schulen so gering wie möglich zu halten, weil das zeigen alle Daten, dass die Infektionen, die auftreten, zu einem Großteil durch die Erwachsenen in die Schulen hineingebracht werden. Die Entzerrung zeitlich und räumlich, sprich Staffelung, zeitliche Staffelung der Unterrichtsklassen und der Unterrichtsfächer, auch das sind wichtige Bereiche, um hier das Infektionsrisiko zu senken, genauso wie Lüftungskonzepte, auch das wichtige Maßnahmen. Ganz kurz zum Schluss noch, zweite Öffnung betrifft den Handel. Der Gesundheitsminister hat gestern hier in der ZIB 2 gesagt, der 8. Dezember, so der Marienfeiertag, an dem ja eingekauft werden kann, wo die Geschäfte offen sind, der wird sowas wie ein Schlüsseltag. Da wird sich also, soll sich also zeigen, wie viel Verantwortungsgefühl zwischen den Einkaufssackerln Platz hat. Was soll denn aus Ihrer Meinung nach passieren, wenn der Ansturm auf die Geschäfte zu groß ist und das unbewältigbar erscheint? Ich würde gar nicht so lange warten. Ich glaube, es ist uns jetzt schon klar, dass es zu keinen großen Anstürmen kommen sollte. Daher sollte man jetzt schon appellieren an die Bevölkerung, dass wir alle verstehen und jeder versteht, dass man Weihnachtseinkäufe tätigen will und vor allem jetzt nach 3 Wochen geschlossener Geschäfte natürlich einen gewissen Drang hat, auch einkaufen zu gehen. Aber dass es mehr Tage gibt als den 8. Dezember, dass es andere Einkaufstage gibt als die Einkaufssamstage, die vor uns liegen. Und ich glaube, da sind alle auch in der Verantwortung, hier vernünftig zu überlegen, dass wir nicht alle zur gleichen Zeit gehen. Und da ist die Bundesregierung gefordert, diese Appelle auch an die Bevölkerung, aber auch an den Handel, an die Wirtschaft zu richten, dass es nicht diese Schnäppchen und sonstigen Einladungen gibt, die Massen in ein Geschäft locken, wie das ja vor dem Lockdown der Fall war. Dasselbe hat der Gesundheitsminister gestern auch gesagt. Er hat doch diesen Appell gerichtet. Aber die Frage war ja, was soll passieren, wenn der Ansturm dann doch zu groß ist? Weil vielleicht folgen nicht alle dem, was der Gesundheitsminister sagt, bei allem Respekt. Naja, ich meine, man kann nicht nur sagen, was sein soll, man muss es auch kontrollieren seitens der Bundesregierung. Und da braucht es auch klare Kontrollen, dass die Abstandsregeln in den Geschäften, in den Shoppingcentern natürlich eingehalten werden. Und auch das wäre Aufgabe der Bundesregierung, mit Aufklärung und Kontrolle dafür zu sorgen, dass es nach diesen Einkaufstagen nicht zu einem Anstieg kommt. Das wäre das Kontraproduktivste, was uns passieren kann. Und da müssen wir alle zusammenhalten, glaube ich, und vernünftig handeln. Frau Dr. Randy Wagner, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank. Und von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich schon jetzt verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. Öffnen oder nicht für Einheimische oder auch für Touristen, nur für Inländer oder auch für Ausländer. Die unmittelbare Zukunft des Skitourismus, die war in den vergangenen Wochen nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz großes Thema. Und die Schweiz hat entschieden, die Skigebiete bleiben offen und zwar ohne große Beschränkungen, obwohl die epidemiologische Lage ernst bleibt. Nur eine Auflage gibt es, zu Weihnachten kann nur Ski gefahren werden, wenn die Kapazitäten in den Krankenhäusern das zulassen, berichtet unsere Korrespondentin Raffaela Stefandl. In der Schweiz darf man Skifahren, so die Botschaft an die Wintersportorte. Man setzt hier auf die Umsetzung der Schutzmaßnahmen. Die Skigebiete sind angehalten, beim Anstehen an Liften für die lückenlose Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes zu sorgen und auch für ausreichend Abstand. Auf generelle Zugangsbeschränkungen zu den Skigebieten wird jedoch verzichtet. Die Tourismuskantone hatten dagegen heftig opponiert. Einzig bei Aufstiegshilfen wie Gondeln wird es Beschränkungen geben. Nur 2/3 der Kapazitäten dürfen genutzt werden. Die Kantone sind verantwortlich. Es braucht dafür eine Bewilligung. Und wenn diese Schutzkonzepte nicht gut umgesetzt sind, dann die Bewilligung muss auch selbstverständlich entzogen werden können.
Vor einer Bewilligung muss sicher sein, dass genügend Spitalbetten und Tests vorhanden sind. Die Entscheidung für den Skibetrieb dürfte der Regierung in Bern nicht leicht gefallen sein. Die Covid-Fallzahlen stagnieren auf hohem Niveau. Wir ganz bewusst haben wir diese Diskussion wirklich geführt im Bundesrat. Und im Kenntnis von all dieser Elemente haben wir da Entscheide getroffen, die uns erlauben sollte, eine dritte Welle zu verhindern. So werden schweizweit die Maßnahmen in den Läden verschärft und die Registrierung in den Gastbetrieben. Raffaella Stefandl war das und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages. Der Untersuchungsausschuss bekommt das ganze Ibiza-Video und zwar ungeschwärzt. Das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. SPÖ, NEOS, FPÖ und die Grünen hatten sich an das Höchstgericht gewandt. Justizministerin Alma Sadic will der Forderung ehestmöglich nachkommen. Der ORF-Stiftungsrat hat den Finanzplan 2021 und die Zukunftsstrategie des ORF genehmigt. Durch die hohen Einschaltquoten, besonders in der Information, erwartet das Management auch heuer ein ausgeglichenes Ergebnis. Im nächsten Jahr soll eine Online-Offensive starten, für die es aber ein neues ORF-Gesetz braucht. Das wäre schon schön, wenn das im nächsten ersten Halbjahr des nächsten Jahres kommen könnte, damit wir dann mit dem vollen neuen zusätzlichen Angebot im Herbst des nächsten Jahres starten können. Eine Woche nach Thanksgiving hat in den USA die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit mehr als 210.000 Fällen innerhalb von 24 Stunden einen Rekordwert erreicht. Auch bei der Zahl der Toten innerhalb eines Tages gibt es erneut einen Höchststand. Am schlimmsten ist die Situation in Kalifornien, wo neue Ausgangsbeschränkungen bevorstehen. Der Schauspieler Lars Eidinger wird ab 2021 die Rolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen übernehmen. Der 44-jährige Berliner gilt als eines der größten Talente der jüngeren Generation. An seiner Seite wird die 33-jährige Salzburgerin Verena Altenberger die Buhlschaft geben. Der Wetterbericht verspricht viel Schnee, aber der ist unregelmäßig im Land verteilt und das kann durchaus problematisch werden. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über England bewirkt im Alpenraum stürmischen Föhn sowie ergiebige Niederschläge im Süden. Speziell in Osttirol und in Oberkärnten wird es daher an diesem Wochenende ergiebig regnen und schneien. Im Gebirge gibt es Orkanböen. Das alles wird im Bergland des Südwestens eine kritische Lawinensituation zur Folge haben. Die Schneelast kann generell problematisch werden. Bei stark variierender Schneefallgrenze sind in den Tälern kleinräumige Überflutungen möglich. In ORF 2 beschäftigt sich Universum History jetzt gleich mit dem Zweiten Weltkrieg und einer Frage, die nichts an Aktualität eingebüßt hat. Was passiert mit den Kindern, wenn Krieg ist? Wie erleben Kinder die Schrecken, Bomben, Tod und Hunger? Welche Schäden tragen sie davon, so sie überleben? Anhand einer ganzen Generation in Frankreich zeichnet diese Dokumentation Kindheitstraumata nach und erinnert daran, dass Kinder in einem Krieg nichts verloren haben. Die ZIB Nacht hat heute ein dichtes Programm. Bei Amirawad Grabner ist ja bekanntlich Grasser Anwalt Manfred Eine dazu Gast. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Und auch die neue Salzburger Botschaft. Die Salzburgerin Verena Altenberger wird da sein um 23.12 Uhr in ORF 1. Am Sonntag wird dann Martin Thür wieder hier am Tisch in der ZIB 2 Platz nehmen. Von uns allen ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende und eine gute Nacht.